Kriegspolitik bestimmt inzwischen das Leben in der Osttürkei. Wir sind mit dem Parlamentarier Siyapir unterwegs. Er hat einen Anruf aus der 80 Kilometer entfernten Kleinstadt Silvan erhalten. Die türkischen Sicherheitskräfte planten ein Massaker in der Stadt, so hieß es. Kaum nähern wir uns, werden wir an einer Straßensperre von der Polizei angehalten. Finger am Abzug, gespannte Stimmung an der Polizeibarrikade. Die gefürchteten Anti-Terror-Einheiten lassen niemanden in die Stadt hinein. Ein Hubschrauber kreist über der Stadt. Schüsse sind zu hören. Der Abgeordnete Siyapir versucht, die Polizisten dazu zu bewegen, seinen Konvoi und die Menschen in die Stadt hineinzulassen. Denn manche der hier Versammelten haben die ganze letzte Nacht an der Straßensperre verbracht und wollen endlich nach Hause. Seit 5 Uhr morgens gibt es in der Stadt bewaffnete Auseinandersetzungen. Wir kommen als Beobachter aus Diyarbakir. Wir wollen zwischen den Parteien vermitteln, damit die Gewalt ein Ende nimmt. Aber leider werden wir hier vor den Toren der Stadt aufgehalten. Es wird lange diskutiert und verhandelt. Schließlich bekommen die Polizisten über Funk ihren Befehl. Nur die Abgeordneten und die Bürgermeisterin von Diyarbakir dürfen mit 2 Fahrzeugen in die Stadt hinein. Alle anderen bleiben draußen und müssen den Platz vor der Straßensperre umgehend räumen. Sobald die Politiker weg sind, wird die Stimmung unter den Polizisten aggressiv. Die Menschen suchen das weiter. Erst am nächsten Tag dürfen wir die Stadt betreten. Wo man hinschaut, Spuren der Auseinandersetzungen. Ein Kriegsschauplatz. Aus der Sicht der HDP ist es kein Zufall, dass die Sicherheitskräfte nur jene Städte angreifen, deren Bewohner mit bis zu 80% die pro-kurdische Partei wählen. Wieder haben die Menschen ihr Hab und Gut verloren. Wieder gibt es Tote und Verletzte. Am Abend in den Hauptnachrichten sieht man, was in der Stadt vorgefallen ist. Die von der Polizei gedrehten Videoaufnahmen zeigen, wie die Sicherheitskräfte die sogenannten Terroristen in der Stadt jagen. Doch vor Ort nur empörte Bewohner, die auch das wenige verloren haben, was sie besaßen. Was wäre passiert, wenn während des Angriffs das Kind hier drin gewesen wäre? Wir wollen Frieden. Es reicht, wir wollen Frieden. Hier die Aufnahmen der Spezialeinheiten, die das Video ins Netz stellen. Allahu Akbar. Allah ist groß. Dann folgen wie in Hysterie abgefeuerte Schüsse. Die Spezialeinheiten haben mit gezielten Schüssen in die Benzintanks die parkenden Autos in Brand gesetzt. Die Empörung ist groß. Das alles muss ich durchmachen, weil ich Kurde bin. Wenn du uns nicht willst, wollen wir dich auch nicht. Komm und töte uns alle. Selbst wenn du uns alle tötest, können wir keinen Schritt zurück machen. Jeder soll es wissen. Weder in den Bergen noch in den Städten. Nirgendwo. Sie wissen, wo ich wohne. Sie sollen kommen und mich töten. Sie werden ohnehin kommen. Diese Nacht werden sie mich festnehmen, weil ich hier rede. Aber das habe ich bereits in Kauf genommen. Eine Beerdigung außerhalb der Stadt. Ein Mitglied und Mitarbeiter der HDP wurde bei den gestrigen Auseinandersetzungen erschossen. Er sei unbewaffnet gewesen und habe nur versucht, den Menschen zu helfen, erzählt man uns. Er wurde nur 21 Jahre alt. Bislang sind mehr als 30.000 Zivilisten in diesem Konflikt getötet worden. Fast alle Kurden. Fast alle Opfer der Gewalt türkischer Sicherheitskräfte. Unter Tränen wird der Leichnam des jungen Mannes in die Erde versenkt. Freunde und Verwandte schwören Rache. In solchen Situationen ist der Abgeordnete Siyapir machtlos. Er kann nur beten und den Hinterbliebenen Trost spenden. Dann gehen die Arme wieder nach oben. Der Sieg ist unser, heißt es. Ein Kreislauf, der unaufhörlich weitergeht. Die Kugel traf das Opfer an der Stirn und trat hier hinten aus.
Ein paar Stunden lag er auf der Intensivstation. Dort verstarb er dann schließlich. Filmt mich und sendet es, damit Erdogan sieht und hört, was wir hier erleiden. Ich hoffe, dass das, was wir hier durchmachen, eines Tages auch Erdogan durchmacht. Auch sein Herz soll gebrochen werden. Erdogan, du sollst den schlimmsten Tod sterben. Du willst König werden? Du sollst genauso enden wie Saddam Hussein. Die Gespräche der Männer in den Zelten drehen sich immer wieder um den Krieg. Wo ist was passiert? Wer wurde getötet? Und vor allem, wie geht es weiter? Früher mussten wir schon viel leiden. Alle paar Tage führte die Polizei bei uns Razzien durch und durchsuchte alles. Wenn wir einen Armeestützpunkt passierten, wurden wir jedes Mal angehalten und verprügelt. Jetzt haben wir wieder Angst. Um uns herum tobt der Krieg, in Syrien, im Irak und in Libyen. Wir haben Angst, dass unser Land in einen ähnlichen Zustand gerät. Gott bewahre uns davor. Der Krieg hat längst die Berge in Kurdengebieten erreicht. Vielerorts brennen die Wälder und Felder. Die türkische Armee setzt gezielt Brandbomben ein. So will sie verhindern, dass PKK-Mitglieder unter den Bäumen vor den Drohnen der Armee Schutz suchen. Diese Amateuraufnahmen zeigen, was hier vor kurzem geschah. Bomben und Geschosse werden von einem Armeehubschrauber aus abgeworfen. Danach gerät alles in Brand. Einige Menschen versuchen, das Feuer aufzuhalten. Vergeblich. Innerhalb weniger Minuten verbreitet es sich und erreicht sogar Wohngebiete. Und wieder verlieren viele Menschen ihr ganzes Hab und Gut. Die Ernte eines Jahres ist vernichtet, noch bevor sie eingefahren werden konnte. Von hier oben aus hat der Hubschrauber geschossen. Dann verbreitete sich das Feuer ganz schnell bis hierher. Wir haben gerade noch unser Leben retten können. Inzwischen haben sich die Mitglieder der HDP hier eingefunden, um einen weiteren Eingriff der türkischen Armee zu verhindern. Doch die Soldaten sind jetzt woanders. Von diesem Berg aus müssen sie untätig zusehen, wie die türkische Armee ihre sogenannte Operation gegen die separatistischen Terroristen fortführt.